Duisburg. Die ehemalige Arbeiterstadt im Ruhrgebiet ist zu einer Hochburg der Arbeitslosen geworden. Hier treffen wir Hartz-IV-Empfänger Rainer, Lebensgefährtin Desmo und den 10-jährigen Daniele. Also ich denke, mit ein bisschen Cleverness, ne, kann man mit dem Geld vom Amt schon ganz, ganz, ganz gut leben. Die arbeitslosen Lebenskünstler wohnen mit Rainers Sohn im sozialen Brennpunkt Duisburg-Marxloh. Ja, hereinspaziert. Betretet mein trautes Heim. Mein schönes. Also ich find's schön. Seit 2 Jahren fühlt sich der 51-Jährige hier wohl. Die 720 Euro Miete für die 80 Quadratmeter Wohnung mit 3 Zimmern zahlt das Amt. Das ist jetzt hier mein Wohnzimmer. Aber stimmt mal ganz kurz, was steht denn da dran? Da steht bitte anklopfen. Das ist einfach schon mal so Pflicht. Aber das hat was mit den beiden Lampen zu tun. Wenn die Lichter an sind, dann gibt es so eine Regelung. Dann will ich, dass ich nicht gestört werde. Dann bin ich in meiner Welt da drin, die ihr gleich seht. Und ja, und das ist zurzeit das, was ich mache. Das zeige ich euch. Damit uns keiner stört, gleich mache ich erstmal die rote Lampe an. Ja? Die zweite mache ich auch an. Und dann ist es schon mal so, dann geht das hier schon mal hier. Nicht klopfen, nicht rufen, einfach nicht stören. Und ich habe hier autodidaktisch meinen Traum angefangen durch meine Frau. Rainer und die 30-jährige Desmo sind seit knapp 3 Jahren ein Paar. Beim Thema Arbeit liegen die beiden voll auf einer Wellenlänge. Wie sieht so ein typischer Tag bei euch aus? Erzähl mal so ein bisschen. Ein typischer Tag. Das ist erstmal ausschlafen. Bedeutet, bei mir bis 2 Uhr kann das mal dauern, bis 14 Uhr. Du schläfst bis 14 Uhr? Ja. Doch. Ich habe nichts in meinem Leben gebacken gekriegt. Ich habe 3 Kinder zur Welt gebracht. Kümmere mich um 1 hier von meinem Mann. Ich habe schon von klein auf Hartz IV bezogen. Schon bei meiner Mutter. Also ich bin 30 Jahre und seit 30 Jahren kassiere ich vom Amt. Desmo hat weder Abschluss noch Ausbildung. Momentan scheint es ihre Hauptaufgabe zu sein, Rainer im Haushalt den Rücken frei zu halten, damit der sich seinem Lebenstraum widmen kann. Dann gehen wir jetzt rein. Einer Karriere als DJ. Das ist mein Arbeitszimmer. Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Das ist meine Welt. Das ist mein Leben. Das ist das, was ich kann, was ich mir selbst beigebracht habe. Lichttechnik, Tontechnik. Ich kann DJen und das kann ich echt gut. Wie hast du das bezahlt von Hartz IV? Ich habe mir da zusammengespart über Pfandflaschen, über Trödeln. Aber wie viel Euro liegen hier? Neupreis? Nee, von mir bezahlt ist das nicht viel. Das sind vielleicht 3.000 Euro in 2 Jahren. Zuletzt hat das Jobcenter den Langzeitarbeitslosen als Techniker in einer Maßnahme beschäftigt. Seine Berufung sieht er jedoch woanders. Ich bin ja Virtuose, ich bin crazy, ich bin Künstler, ich bin Musiker. Mein großer Traum ist, die Tomorrowland ist einer der größten Events im Jahr. Einmal auf der Mainstage zu stehen. Ich muss nicht der erste und auch nicht der letzte DJ sein, weil das sind immer die, ne? Mittendrin irgendwo als Warm-up, das wird mir schon reichen. Aber ich möchte einmal auf dieser großen Bühne stehen und 60.000 Menschen sagen, jumpt und dann jumpen die. Und ich glaube, das schaffe ich, da komme ich hin. Wie viele Fans hast du zurzeit? Ich habe zurzeit, ja, ich habe tatsächlich, habe ich auf dem Handy, habe ich das sofort parat. Da waren 94 Aufrufe. Da ist wieder was. 98 Aufrufe. Die 3 YouTube-Videos von Rainer, as known as DJ Leise, haben 7 Abonnenten. Sein größter Fan ist allerdings Desmo. Was er macht, das kann er. 100%. Ja. Also im Prinzip spiele ich jetzt einfach hier mal einen an. Ta-ta-ta-ta-ta. Ich finde die Mixe, die er macht, von der Musik, die sind einzigartig. Und so muss es sein. Es gibt einmal Nebel von oben und einmal von unten. Da habe ich ein altes Staubsaugerrohr genommen, an die Nebelmaschine dran, unter die Couch entlang. Und da gibt es einen tollen Effekt. Naja, wenn dann alle bereit sind. So, Moment. Und los geht's. Ka ka
ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Mit der Musik berührt er mich und andere auch. Das habe ich auch schon festgestellt. Bis 22 Uhr habe ich Narrenfreiheit. Bis 0 Uhr wird geduldet und wenn stört, wird getrampelt, dann weiß ich sofort alles da. Im Prinzip muss ich nur die Bässe voll rausnehmen, die Höhen. Und dann kann ich noch etwas über Zimmerlautstärke tatsächlich bleiben, dann stört es aber keinen. War die Polizei schon da? Ja, einmal um 2:30 Uhr nachts. Und wie soll ich sagen, man muss mit den Wölfen heulen, wenn man der Leithold sein will. Ich will, dass die ganz schnell wieder gehen. Also mache ich die Tür auf und sage, es tut mir leid, ich bin DJ, ich habe einen neuen Übergang gemacht. Und war es dann auch. Jeder muss sich einen Namen machen, auch er. Doch, ich find's cool. Ja, das ist wieder. DJing ist mein Ding, werdet ihr merken. Und ja, der bin ich. Weißt du, Clubs sind davon dein Berufswunsch als DJ? Nein, die wissen meinen Berufswunsch vor Corona als Techniker und DJ, das ist entstanden während Corona. Und seitdem habe ich bei denen keinen mehr gesehen und von denen keinen mehr gesehen. Das heißt, sie lassen dich in Ruhe? Ja, im Prinzip schon. Ich bewerbe mich so, wie ich meine, so wie ich was finde. Wenn was in der Zeitung steht, wo ich denke, das passt. Oder irgendwo anders im Internet, wenn ich irgendwas finde, dann bewerbe ich mich, wo ich denke, das geht. Wie lange ist die letzte Bewerbung her, die du geschrieben hast? 2 Jahre. Etwas länger ist der leidenschaftliche Hobby-DJ mit seiner Freundin Desmo zusammen. Das ist von meinem Schatzi, ihr kleiner begehbarer Kleiderschrank, wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber umkleide Kabine. Dann kommt hier erstmal unser Schlafparadies mit Fernsehen. Das ist der, der wurde von dem Renovierungsgeld gekauft. Das sollte ich nutzen, um neue Tapeten ranzumachen, zu streichen, das. Musst du denn nachweisen, wofür das Renovierungsgeld draufgeht? Nein, das kann passieren, die sagen, legen sie Quittungen bei. Aber dann würde ich denen sagen, habe ich keine. Obwohl das Geld in eine Renovierung sicher besser investiert wäre als in einen zusätzlichen Fernseher. Doch Rainer setzt seine eigenen Prioritäten. Das ist schon schön. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, da habe ich ein Anrecht drauf als Mensch, weil dafür habe ich meinen Beitrag geleistet, trotz allem, und habe alles versucht, alles in die Waagschale geschmissen, mich immer bewegt, dass ich mich wohlfühlen darf und dass ich mich gut gehen lassen darf. Ich glaube, da habe ich einen Anspruch drauf. Rainer hat mehrere Ausbildungen angefangen, aber keine beendet. Auch etliche Umschulungen und Maßnahmen brachten keinen Erfolg. Dortmund in Nordrhein-Westfalen. Mit einer Armutsquote von fast 22% steht die Stadt an der traurigen Spitze des Bundeslandes. Hier lebt die 47-jährige Bianca mit ihren beiden Kindern, der 10 Jahre alten Hanna und ihrem Zwillingsbruder Benjamin. Ich bin alleinerziehend und im Moment leben wir von meinem Minijob und Hartz IV von 1.293 Euro. Bianca setzt alles daran, dass sich die Lebenssituation der dreiköpfigen Familie bald ändert. Ich möchte für meine Kinder ein Vorbild sein und möchte ihnen vieles ermöglichen. Und deswegen suche ich einen Zweitjob. Seit 4 Jahren leben sie in einer etwa 75 Quadratmeter großen Mietwohnung. Um bei der Einrichtung zu sparen, kauft die Alleinerziehende meist gebrauchte Produkte in gutem Zustand. Dennoch ist das Geld immer knapp. Heute gehen wir auf den Trödelmarkt, um die Haushaltskasse aufzubessern. Und das ist ein Hobby von uns und wir hoffen, dass wir erfolgreich sind mit den Kids. Wie sieht die Haushaltskasse momentan aus? Nicht so gut. Neben dem 450-Euro-Job und Hartz IV leben sie von Unterhaltsvorschuss und Kindergeld. Nach Abzug aller Fixkosten bleiben uns dann im Monat so ungefähr 800 bis 900 Euro übrig. Und man braucht halt einiges für Zwillinge, alles im Doppelpack. Allgemein den Kindern was zu ermöglichen, da hakt es ganz doll dran sogar. Ja, Kinder einkleiden, Freizeitmöglichkeiten, von Urlaub ist überhaupt nicht zu denken. Die 10-Jährigen haben die 4. Klasse hinter sich. Gerade sind Sommerferien. Danach kommen sie auf eine Hauptschule. Beide Geschwister leiden an einer Lese- und Rechtschreibschwäche. Herausgekommen ist, dass sie Förderung benötigen, ja schon im Kindergarten. Sie waren halt beides Frühchen und da wird ja sowieso dann immer gesagt, es könnte Schwierigkeiten geben. Und Benjamin auch mit seiner Sprache, weil er hat sehr schlecht gehört, fing dadurch später an zu sprechen. Und ja, jahrelang jetzt Logopäde gehabt und sowas. Aber es wird ein langer Weg, ein harter Weg. Man muss auch immer dranbleiben.
Geht ihr denn gerne auf den Flohmarkt? Ja, weil ich kann da mehrere Sachen von mir verkaufen und ja, verdiene ich dann Geld. Was machst du dann damit? Sparen. Dass sie mit den wenigen Einnahmen gut haushalten müssen, haben Benjamin und Hanna offenbar früh gelernt. Es ist mir wichtig, dass die Kinder auch mit Geld umgehen können und dass sie sehen, von nichts kommt nichts. Ne? Und wir machen das ja schon länger und das klappt eigentlich ganz gut. Sie sind auch nicht dann so verschwenderisch. Ne? Nachhaltigkeit ist natürlich auch wichtig heutzutage. Es wird immer alles viel zu viel oder viel zu schnell. Ist kaputt, weggeschmissen. Oder es wird auch nicht mehr wertgeschätzt. Und sie werden aber auch nicht gezwungen oder was. Ne? Wir machen das, weil wir Spaß dran haben. Ja. Und weil es ein bisschen hilft. Was meint ihr denn heute so, was ihr damit verdienen könnt? Und die Sachen haben wir auch noch. 100 Euro. 100 Euro? Ich sehe das nicht ganz so optimistisch. Wir werden alles dafür geben und ich hoffe, dass sie heute Abend dann nicht so allzu sehr enttäuscht sein werden. Dann packen wir das jetzt alles schnell ein und dann geht's los. Der Sven ist jetzt unterwegs, er holt uns ab. Mit ihrem Lebensgefährten Sven ist Bianca seit 3 Jahren zusammen. Er arbeitet als Lieferfahrer für Krankenhäuser. Seinen Transporter können sie heute gut gebrauchen. Hallo. Hi. Seid ihr fertig? Ja. Ja? Alles fertig gepackt. Alles gepackt. Also Sven spielt jetzt eigentlich der Ersatzpapa. Die Kinder haben das so angenommen oder die wollten das so. Er war damit auch einverstanden. Die haben dann auf einmal Papa gesagt oder darf ich Papa sagen? Ja, sicher. Hat er sich auch gefreut. Ich bin jetzt der Fahrer für heute. Also die Kinder haben ausgerechnet, sie möchten 100 Euro damit machen. Ja, dann schauen wir mal, was der Trödelmarkt bringt. Das ist jetzt der erste Mann, wo die Kinder überhaupt Papa sagen. Das war für mich dann auch wieder komisch, weil das kannte ich nicht. Der 49-Jährige wohnt etwas außerhalb von Dortmund. Er hilft der Familie, wo er kann. Nach 7 Jahren war das eine neue Erfahrung für Bianca. Alleinerziehend bin ich eigentlich schnell gewesen. Also das war keine Beziehung, da war ich direkt von Schwangerschaft an alleine. Also ich kenne das gar nicht anders. Zum leiblichen Vater besteht kein Kontakt. Unterhalt zahlt er nicht. Teure Markenwaren kann sich die Alleinerziehende für ihre Kinder nicht leisten. Hier ist es wichtig, dass sie vor allem den richtigen Umgang mit Geld lernen. So, Benny, jetzt haben wir alles fertig. Du bist heute für die Kasse zuständig. Ja. Ja, schön aufpassen. Hier sind 16 Euro Wechselgeld drin, ne? Dann mach zu und schön aufpassen. Was kostet euch der Stand hier heute? 25 Euro für 3 Meter. Ja. Das müssen wir erstmal einnehmen. Aber wir geben alles, ne, Anna? Von den erhofften 100 Euro geht ein Viertel für die Standmiete drauf. Bleibt abzuwarten, ob sich die Investition lohnt. Der Start ist jedenfalls vielversprechend. Also ich habe für meine 6 Schleichpferde und für den Dino 7 Euro eingenommen.